Ein planetarisches Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Und heute, Leute, sind wir zurück in der Welt von Minecraft Arcadia. Und heute, Leute, muss ich euch ein bisschen was zeigen, denn an diesem Haus hat sich einiges nochmal getan. Ich habe noch ein paar Umbauarbeiten gemacht. Außerdem möchte ich euch heute eine Kleinigkeit zeigen. Wahrscheinlich kennen sie eh die meisten Leute. Ich habe das letztens in irgendeinem Video gesehen und wollte es einfach selber mal ausprobieren. Dazu aber später mehr. Erstmal kurz die kleinen Änderungen, Leute. Ihr seht, hier ist das ein bisschen räumiger geworden, ein bisschen zentraler, Leute. Habe das ein bisschen umgebaut. Aber viel lässt sich dazu eigentlich auch nicht sagen. Hier habe ich noch... Ne, die Rüstungsstellen, da waren, glaube ich, auch schon in der letzten Folge, meine ich. Die Küche noch ein bisschen anders gemacht, dass sie so im Eck geht. Aber so an sich ist sonst keine weitere Änderung dazugekommen, Leute. Also eigentlich einfach nur, dass das unten zentraler ist und die Küche jetzt um die Ecke so ein bisschen geht. Genau. Außerdem, was ich heute machen wollte... Übrigens, Leute, in der letzten Folge haben wir einen kleinen Dungeon gemacht, Leute. Wenn ihr die Folge verpasst habt, unbedingt nachschauen. Ich verlinke sie euch auf jeden Fall jetzt oben rechts. Da haben wir einen von diesen neuen riesigen Dungeons gemacht, die hier in diesem Modpack sind. Leute, es war cool. Es war gar nicht zu schwer. Wir sind nur einmal gestorben, Leute. Aber darüber lässt sich hinwegsehen. Und wir haben ordentlich was an Loot bekommen. Was natürlich auch eine der Hauptsachen ist, warum man überhaupt so einen Dungeon macht. So, Leute, was ich aber heute machen wollte, ist eins der Features, die jetzt in der 1.18 neu sind, und zwar die Fernrohre. Und zwar sollte das so gehen, genau, Spyglass. Und zwar, Leute, habe ich da gesehen, wahrscheinlich ist das auch sau alt, Leute, und ich bin wieder der Letzte auf diesem Planeten, der das gesehen hat. Und wahrscheinlich denkt euch jetzt so, ah, ich weiß jetzt eh schon, was kommt. Ja, Leute, wahrscheinlich ratet ihr auch gerade richtig, denn... Wenn wir jetzt hier mit dem Spyglass... Nein! Hä? Wie funktioniert das? Okay, Leute, das Modpack funktioniert irgendwie nicht. Ich dachte mir so, ja, cool, Spyglass. Aber irgendwie... Spyglass... wie wär's mit Fern? Okay, irgendwie funktioniert das nicht. Cool. Wir haben jetzt ein Spyglass einfach als Deko. Nice, Leute. Ich freue mich. Hat ja super funktioniert, was ich eigentlich zeigen wollte. Wenn ich mit dem Spyglass zoome und Optifine auch noch benutze, hat man den Ultrazoom des Todes. Aber das kann ich jetzt nicht zeigen, denn dieses Fernrohr ist der absolute Dreck. Danke an das Modpack an dieser Stelle. Na gut, Leute. Dann, okay. Doof gelaufen. Aber Leute, davon lassen wir uns nicht aus der Ruhe bringen. Warum ist das schon wieder Eis? Leute, ich gucke heute mal in den Briefcase ein und wir haben einen Brief. Bitte um Hilfe für Schuldenerlass? Was für ein Schuldenerlass? Hä? Was habe ich für Schulden gemacht, Leute? Sicher, dass ich gemeint bin? Haben Emmy oder so was? Nee, die haben keine Folgen hochgeladen. Was für Schulden? Von wem ist denn das? Malus Larsen? Das ist doch dieser alte Knacker, den wir in der ersten Folge begegnet sind, der uns ein bisschen geholfen hat. Leute, ich verlinke es oben rechts. Okay. Oh nein. Das mit dem Dach, das ist unsere Schuld. Okay, und wenn wir dem jetzt helfen, wird das erlassen oder was? Ich vermute es mal, Leute. Schauen wir zusammen rein. Hallo LP Planet, Malus Larsen hier. Auch wenn ich wünschte, dass es anders wäre. Ach ja, seine griesgrämige Art, Leute. Ich habe sie vermisst. Ich brauche deine Hilfe bei einem Problem, welches ich nicht mehr alleine regeln kann. Richtung Norden hat sich eine Gruppe Banditen niedergelassen. Sie müssen, als ich auf der Jagd war, meine Sachen geplündert haben. Vor allem das Fehlen meines Goldes und meiner kostbaren Maskenmacht mitzuschaffen. Meine Bitte an dich, hole die Sachen zurück. Dann vergesse ich auch einfach die Sache mit dem Dach. Besten Gruß und hoffentlich auf baldige erfreuliche Nachrichten. Malus Larsen. Leute, immerhin, er ist trotzdem höflich.
er ist von grimmiger Natur, aber trotzdem recht höflich, muss man sagen. Und Leute, wir sind natürlich hilfsbereit, wie eh und je, und wir werden ihm natürlich helfen. Hier ist noch eine Seite. PS, ihre Niederlassung ist noch nicht so alt und einige Stellen im Zaun beinhalten Löcher, die nur grob verschlossen wurden. Vielleicht kannst du dich durchzwängen. Okay, Leute, das schauen wir uns direkt mal an. Er meinte Richtung Norden, genau. Okay, Leute, wir gehen Richtung Norden. Okay, zunächst gehen wir erst einmal aber auch vorher schlafen. Aber dann werden wir uns doch einfach mal dieses kleine Banditenlager oder große Banditenlager. Leute, ich hoffe, da kommt es jetzt nicht zum Kampf. Vielleicht können wir irgendwie das friedlich klären. I don't know, Leute. Sonst müssen wir in der nächsten Folge oder so einen Einbruch machen. Erstmal heißt es in dieser Folge auskundschaften. Das A und O bei einem Einbruch ist die gute Vorbereitung, Leute. Deswegen werden wir das auskundschaften. Cool. Dafür wäre das Beigelass natürlich auch cool gewesen. Aber nein, es funktioniert nicht, Leute. Habe ich eigentlich Müll? Nee, ich habe keinen Mülleimer. Packe ich das denn jetzt rein? Was ist das für Zeug? Wozu zählt ein Spyglass? Wieso ist diese Kiste unsortiert? Hä? Okay. Leute, dann sortiere ich die später. Hä? Ich verstehe es nicht. Okay, Leute, aber dann haben wir ja anscheinend auch Glück gehabt, dass diese Banditen... Cool, das Schwert gibt uns Geschwindigkeit. Das hier nicht. Weil das Sword ist ja voll nice. Okay, Leute, Norden, ne? Wo steht das? Ah, facing west, south, east, north. Okay, also in die Richtung. Ja gut, Leute, dann machen wir das mal. Na, Schaumbaum, wie geht's hier? Hey, geh endlich dein Zeug machen. Ja, ja, Schaumbaum, ich gehe ja schon. Okay, das mit Schnelligkeit ist cool bei diesem Schwert. So, was sind das für Blumen? Mystische rote Blumen, okay, cool. Ich weiß zwar nicht, was die machen oder ob überhaupt die Blumen was bringen, aber egal. Hier ist ein Truthahn. Ist das ein Truthahn? Ach Gott, wäre das jetzt dumm, wenn das kein Truthahn ist. Oder wie heißen die Viecher? Ach Leute, ist egal. Egal. So. Wir müssen weiter nach Norden. Bin gespannt, wie weit nach Norden. Es kann ja nicht allzu weit. So, oh Gott, was bist du denn? Leute, was ist das? Was ist das für ein Vieh? Roter Wolfpelz? Okay. Das war überraschend und kam überraschend, aber nun gut. Leute. So, wo sind wir jetzt hier? Hier muss doch irgendwann mal gleich was kommen, oder nicht? Mal rennen wir vorbei, Leute. Ich weiß ja nicht, wo genau das sein soll. Er hat nur im Norden... Oh. Im Norden gesagt. Ich hab's gefunden. Okay, Leute. Wir reden erstmal mit Leuten. Würde ich sagen. Wir gehen da erstmal ganz friedlich hin. Vielleicht können wir ja... Da irgendwie was regeln erstmal. Okay, da sind auch schon Leute. Okay, Leute, ansonsten können wir das ausspähen. Erstmal da hinten ist ja auch ein Tor. Okay, moin, Freunde. Hi, hab ein Anliegen zu besprechen. Ey, du, was machst du hier? Was hast du hier zu suchen? Der Boss ist, wenn du den suchst, nicht hier, also verschwende. Okay, Leute. Der Boss wäre gut, mit dem zu reden wahrscheinlich, aber...
Okay, kannst du mir vielleicht weiterhelfen? Dein Kumpel hier ist nicht gerade redefreudig. Ey, Kleiner, hast du nicht gehört? Hau ab! Okay, Alter, Leute, die sind auch richtig unfreundlich hier. Na gut. Okay, Leute, wir werden es wahrscheinlich dann mit einem Einbruch machen müssen. Außer natürlich, der Boss kommt zufällig vorbei. Dann könnten wir auch mit dem reden, aber sonst... Oh, Planetenbanner. Aber sonst müssen wir es mit einem Einbruch machen. Sag mal, was ist denn das hier? Ich will haben. Ja! Cool, Planetenbanner. So, wie komme ich jetzt hier am besten hoch? Irgendwie gar nicht so richtig. Oh, da ist noch ein Planetenbanner. Nice. Leute, wir sollen eigentlich jemandem helfen. Und was ist mir wichtiger? Ein Banner. Nice. Spitzhacke gut. Zack und hoch. Oh, hier. Oh, Loot, Leute. Nice. Eine Ruine. Hunters West. Hunting Bow. Okay, Leute, nehme ich einfach mal mit. Okay, sieht ein bisschen pröllig aus, aber okay. Hunting Bow. Nice, hier war also was Verlassenes. Okay, und hier scheinen auch Bienen zu sein. Da ist so ein verlassenes Ding. Oh, hier ist noch eine Kiste. Oh. Gold, nice, Leute. Boots of Swiftness. Ja, Leute, jetzt haben wir noch was, was uns schneller macht. Okay, nice. Und noch mehr Spinnennetze. Damit könnten wir mal einen Troll oder so bei Zorm oder Emmy machen. Okay. Dann versuche ich mal hier auf den Baum zu kommen. Okay, nice, Leute. In dieser Ruine waren also noch ein paar Sachen versteckt. Das ist gut. Und die Banditen haben es anscheinend noch nicht ausgekundschaftet. So. Okay, da sitzen ein paar. Sehen tut man aber nichts. So komme ich sogar hier dran. Die haben da irgendwie... Hä? Das sieht aus wie ein... Das sieht aus wie ich. Da ist eine, keine Ahnung, Schildkröte? Maybe? Ein Lama? Irgendwas anderes und... Das ist Plenny, Leute! Wie kommt Plenny hier hin? Seht ihr diese großen Augen und der scheint auch kleiner zu sein. Okay, jetzt ist es auch noch was Persönliches mit mir geworden, Leute. Ich will Plenty gerne zurückhaben. Okay, da sind drei am Lagerfeuer. Leute, wir müssen die Zahl auch wissen von den Leuten. Da ist einer. Ist das ein Affe? Okay, vier Leute. Da steht noch jemand. Fünf. Dann da vorne die zwei. Und dann irgendwo der Anführer, der gerade aber nicht da ist wohl. Okay, wir haben es also mit einer Gruppe von 8 Leuten zu tun. Okay, wie kommt man denn da rein eingebrochen? Wir müssen ja auch dann irgendwie Plenty wegschaffen. Also wir könnten natürlich von oben reinstürzen. Ist eine Trapdoor in? Hier außen sind auch ein paar. Sind das so Löcher, von denen Marlos Larsen gesprochen hatte, Leute? Kann das sein? Oh ja, das sind tatsächlich diese Löcher. Okay, hier kommt man nicht wirklich weiter. Es ist wirklich Plenty.
Okay, ich sollte aber wieder zurück, Leute. Für ein Einbruch ist jetzt keine Zeit. Dafür brauchen wir irgendwie einen Unsichtbarkeitstrang oder so am besten auch. Oder wir machen es auf die harte Tour und kämpfen. Dass wir uns da reinsneaken und dann halt die quasi hinterlistig so ein bisschen angreifen, Leute. Ich weiß nicht. Wie würdet ihr die Sache angehen, Leute? Würdet ihr einfach reinsneaken, schnell den Kram holen und gucken, ob wir Plenty frei bekommen? Oder würdet ihr reinrennen und einfach alle da abschlachten? Schreibt es in die Kommentare auf jeden Fall, Leute. Würde mich interessieren. Und dann können wir das natürlich auch machen. Ich bin mir nicht sicher, was sinnvoller ist. Bin ich ganz ehrlich, Leute. Sie haben Plenty und den daraus zu bekommen könnte schwieriger werden. Aber wir könnten uns auch einfach reinschleichen. Und gucken, ob wir es trotzdem irgendwie schaffen. Leute, da ist eure Meinung auf jeden Fall gefragt. Schreibt es in die Kommentare, was würdet ihr tun? Und Leute, das soll es dann auch mit dieser Folge gewesen sein. Ich hoffe natürlich, sie hat euch gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, dann lasst doch super gerne einen planetarischen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann drückt natürlich auch super gerne den Abo-Button. Das würde mich mega freuen. Und Leute, jetzt wünsche ich euch noch einen planetarischen Tag. Haut rein und wir sehen uns im nächsten Video hier auf diesem Kanal. Bis dann!